Ja, hallo. Ich werde euch heute ein bisschen was zu den technischen Hintergründen zu Glitches in der ersten Spielgeneration erzählen und dabei versuchen, den Markennamen nicht zu verwenden, stattdessen Monster sagen. Dann stelle ich mich erstmal vor. Mein Name ist Bill, ich bin ein Pokémaniac. Mein Alter ist unbekannt und ich wohne sowohl in Dukatia als auch in Azuria City. Nee, natürlich nicht. Also, ich bin RBR. Ich bin hauptsächlich in den Demo-Gruppen DSS, 3LN und Wursthupe aktiv. Und im CCC-Veranstaltungsdunstkreis treibe ich mich auch rum. Die Motivation zu dem Ganzen war reines Hobby, hat nichts mit meinem Beruf zu tun, hat auch überhaupt nichts mit meinem Arbeitgeber zu tun. Also tatsächlich nicht, das ist jetzt nicht ironisch gemeint. Und ich habe mich da einfach drin vertieft und habe dann angefangen, da dran rumzubasteln, weil ich das Spiel früher gespielt habe und auch sehr lange gespielt habe. Ja, fangen wir mal an mit dem Inhalt. Zuerst gehe ich ein bisschen auf den Hintergrund des Spiels ein, so ein bisschen Trivia mit drin. Dann kommt ein ganz kleines bisschen technisches Basiswissen. Das ist wirklich nur Grundwissen, aber das wollte ich mit aufnehmen, falls jemand jetzt so diese Basis nicht hat, damit jemand da auch dann besser folgen kann, der das halt nicht hat. Ja, dann kommen wir zum ersten Glitch. Das wäre die sogenannte Geheimstadt oder auch Sunnytown. Dann der zweite Glitch, der bekannte Missing No Glitch, wie der technisch funktioniert. Und dann die Funktionsweise, was passiert bei einem Tausch zwischen zwei Gameboys, wie sind die Daten aufgebaut, was passiert da überall überhaupt und kann man das vielleicht irgendwie abgreifen, kann man die Monster manipulieren, kann man da irgendwelchen Schabernack mittreiben und am Ende gibt es eine kleine Demo. Ich habe hier jetzt einen Game Boy Player mitgebracht auf einem GameCube, um das Ganze hier zumindest versuchen, da an die Leinwand zu werfen über eine Capture Card. Ich hoffe, das funktioniert. Es geht natürlich mit jedem handelsüblichen Gameboy. Und das Gerät ist eigentlich auch nichts anderes. Das schleift nur den Input von dem Gameboy an den GameCube durch. Genau. Hintergrund und Trivia. Der Erfinder von diesem Spiel ist Satoshi Tajiri. Veröffentlicht wurde das Spiel, also die erste Generation in Japan 1996 schon, in den Editionen Rot und Grün in einer Auflage von 200.000 Stück. 200.000 Stück deshalb, weil zu dem Zeitpunkt, als das Spiel veröffentlicht oder entwickelt wurde, Nintendo mit dem Game Boy eigentlich schon eher so, ja, nicht mehr so viele Verkäufe gelandet hat. 2 Jahre vorher ist die PlayStation 1 rausgekommen und die Leute sind eher so auf die PlayStation gegangen und Nintendo hat gesagt, ja, der Tetris-Zenit war halt auch schon. Game Boy war eigentlich schon totgesagt und dann kam dieses Projekt an und Nintendo selber hat dann halt gedacht, ja, also irgendwelche Tiere fangen und könnt ihr mal machen, aber bitte nicht zu viel Speicher, weil diese Module sind halt teuer und die Konsole ist halt auch irgendwie nicht mehr ganz so. 200.000 Stück nur in Japan und mehr gibt's nicht. Das Ende vom Lied war dann 1999. Gab es in Japan schon einen Film, sind dann die Editionen Rot und Blau in Europa rausgekommen, ein Jahr oder ein halbes Jahr vorher in den USA. Dabei war die blaue Version eine überarbeitete grüne Version, weil die grüne Version ziemlich gefloppt ist, auch in Japan. Die haben sich fast alle nur die rote Version gekauft, weil das Balancing zwischen Rot und Grün nicht wirklich ausbalanciert war. Genau, enthaltene Monster in den Spielgenerationen Rot und Blau. Gelb nehme ich jetzt explizit nicht mit dazu, weil das eigentlich eine Version 1.5 ungefähr ist. Die kam etwas später raus. Waren 151 Monster enthalten. Offiziell zunächst 150 und Nintendo hat immer wieder abgestritten, dass es das legendäre Pokémon Mew 151 überhaupt in dem Spiel gibt. War auch zuerst nicht wirklich bekannt. Das hat kurz vorm Release ein Entwickler eigentlich als Scherz noch mit in das Spiel reingeschleust.
Das hat ja Nintendo dann nachher etwas ausgebeutet sozusagen. Zum Glück, also die hatten Glück, dass der Entwickler das gemacht hat, weil sie dann den Eintrag in dem Spiel hatten und für Promo-Events das Pokémon freischalten konnten. Jetzt habe ich das Wort doch gesagt. Genau, die Originalnamen der Protagonisten in dem Spiel sind Satoshi und Shigeru. Das liegt daran, dass die beiden, also Shigeru Miyamoto und Satoshi, sich kennengelernt haben bei Nintendo und sowas wie eine Freundschaft entstanden ist und sich quasi als Protagonisten beziehungsweise ja fast Antagonist in dem einen Konkurrent, wie auch immer, in das Spiel reingeschrieben haben. Und die Entwicklung erfolgte durch Game Freak, und Game Freak war zu dem Zeitpunkt eigentlich eine Spielezeitschrift bestehend aus ein paar Leuten. Soweit ich weiß, war das deren erstes Konsolenspielprojekt. Und das Ganze wurde, wie gesagt, von Nintendo gepublished. Zu dem Zeitpunkt zumindest ging es nicht anders auf der Konsole, weil alles, was auf der Nintendo Hardware und auf dem Gameboy rausgekommen ist, musste auch von Nintendo gepublished werden. Hat auch noch einen technischen Hintergrund, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Genau, Plattform ist Game Boy Classic, und der Game Boy Classic hat eine CPU Sharp SM83 mit 4,19 MHz, zwei Clocks pro Cycle. Das heißt also effektiv 2,0 irgendwas. Der SM83 ist eine Mischung aus dem Zilog Z80 und dem Intel 8080. Das Ganze ist in ein System on a Chip embedded, wo noch ein bisschen Custom Hardware drin ist. Also ist schon relativ custom in dem auf der Hardware. Speichert das Ganze 8 Kilobyte RAM, 8 Kilobyte Video RAM. Display hat 160x144 Pixel. Es gibt eine Tilemap von 8x8 Pixeln und 8x16 Pixeln. Und die Sprites sind eigentlich genauso aufgebaut wie die Tilemaps, nur dass sie sich frei bewegen können auf dem Bildschirm, und Sprites gibt es maximal 40. So. Das Spielmodul ist insgesamt auf dem Modul 376 Kilobyte mit sämtlichem Content groß, verteilt auf Speicherbänke in einer Größe von 32 Kilobyte, und hat noch einen batteriegepufferten SRAM, wo Save Games reingeladen werden, beziehungsweise gespeichert werden. Das heißt, wenn man die Batterie rausnimmt, ist das Save Game auch weg. Da läuft aber nicht nur das Save Game drauf, sondern die Soundroutine ist auch da ausgelagert. Ja, Soundroutine und die Dekompressionsroutine der Sprites benutzt das Ganze sozusagen als RAM-Erweiterung. Sonderfunktion benutzt das Ganze vom Game Boy das Linkkabel zum Tausch und Kampf und den Game Boy Printer in einer Funktion, wenn man alle 150, obwohl es 151 gab, gefangen hat, kann man sich so ein Zertifikat ausdrucken auf dem Ding. Mehr halt eigentlich nicht mit dem Printer. Programmiersprache ist sehr, also vermutlich Assembly. Genaues kann ich dazu jetzt nicht sagen, aber eine wirklich große andere Möglichkeit gab es nicht. Genau. Kommen wir zum technischen Basiswissen. Ein Bit, falls das jemand nicht weiß, ist entweder 0 oder 1, die kleinste digitale Einheit, die ich irgendwie haben kann. Dann gibt es ein Byte, das wäre präziser ein Oktett, weil ein Byte aus 8 Bit besteht. In diesem Fall, es gibt auch auf anderen Plattformen, die jetzt nicht 8 Bit, sondern ein bisschen ungerader sind, Bytes, die jetzt nicht unbedingt 8 Bit groß sind, ist aber ein Sonderfall. Ein Kilobyte sind 1024 Bytes. Und ein String ist eine Zeichenkette, besteht aus Bytes. Jedes Byte steht für einen Buchstaben auf dieser Plattform. Und am Ende folgt noch einmal ein Zeichen, ein besonderes Zeichen. Das ist dazu da, zu sagen, dass diese Zeichenkette jetzt zu Ende ist. Also wenn ich irgendwelchen Text speichere, ist das eine Zeichenkette, bestehend aus Bytes. Und am Ende hängt noch mal so ein Endzeichen, Terminator genannt. Dann gibt es Tilesheets und Sprite-Sheets. Das sind Spielgrafiken auf einem adressierbaren Raster. Das heißt, alle Grafiken, die es so in diesem Spiel gibt, beziehungsweise die Grafiken, die gerade relevant sind für das Spiel, sind auf so einer Art 2D-Koordinatensystem gespeichert. Und da kann man sagen, ich hätte jetzt gerne A
3 und dann kriegt man eine Grafik aus diesem Koordinatensystem und kann die irgendwo hinladen. Genau, das eine einzelne Grafik irgendwo wäre dann ein Teil und ein Sprite ist im Grunde genau das gleiche wie ein Teil, nur dass es frei beweglich ist. Und dann gibt es noch eine Character Map. Das ist das gleiche wie bei den Spielgrafiken ungefähr, nur dass zu jedem Byte einer Zeichenkette eine Grafik eines Buchstabens zugeordnet wird. So, der erste Glitch ist die sogenannte Geheimstadt oder auch Funny Town. Man sieht hier, wie das Ganze aussehen kann. Es gibt da ganz viele Varianten von. Warum, erkläre ich auch gleich. Sieht jetzt nicht sonderlich brauchbar aus, ist auch nicht sonderlich verwertbar in dem Spiel, ist aber ein Glitch, den irgendwie ganz viele Leute toll und mysteriös fanden. Man war ja auch nicht unbedingt volljährig, als man das Spiel zum ersten Mal gespielt hat und hat das dann entdeckt und gedacht, oh mein Gott, was ist das denn? So einer der bekanntesten Glitches. Wie löst man den aus? Man betritt die Safari-Zone. Das ist, falls das jemand nicht weiß, aber ich denke, das wird hier fast jeder wissen. Ein Bereich in dem Spiel, den man betreten kann, Monster fangen kann, allerdings nicht mit seinem eigenen Team da kämpfen, um die Monster zu schwächen und dann zu fangen, sondern hat eigene Aktionen. Da gibt es eine etwas besondere Spiellogik, deswegen löst das auch diesen Glitch aus. Um das auszulösen, betritt man diese Zone, läuft da herum, bis man 15 Schritte ungefähr übrig hat. Man kann eine gewisse Anzahl an Schritten in dieser Zone rumlaufen, bis man dann so einen Alarm hört und dann die Zone wieder verlassen muss. Und ich glaube, es kostet 100 Poké-Dollar, da reinzugehen. Dann speichert man innerhalb der Zone das Spiel, schaltet den Gameboy aus, schaltet ihn wieder ein, lädt den Spielstand. Und dann verlässt man die Safari-Zone und antwortet bei der Frage, möchtest du diese Safari-Zone wirklich verlassen? Du hast nur Schritte übrig und so mit Nein. Geht wieder in die Safari-Zone rein. Am Eingang gibt es ein kleines Haus, da geht man rein, speichert, schaltet den Gameboy wieder aus, schaltet den Gameboy wieder ein, verlässt die Safari-Zone wieder und auf einmal bekommt man nicht mehr den Dialog, möchtest du die Safari-Zone verlassen, sondern hallo, willkommen in der Safari-Zone, möchtest du sie wirklich betreten, kostet 100 Poké-Dollar. Dann sagt man nein, geht raus, fliegt zur Zinnoberinsel, surft am rechten Rand der Insel rum, hoch und runter und kriegt auf einmal den Alarm, hallo, deine Zeit ist abgelaufen in der Safari-Zone, du musst jetzt hier raus. Befindet sich auf einmal wieder am Eingang der Safari-Zone, verlässt das Gebäude und dann ist man da drin. Wie wird das Ganze ausgelöst? Die Safari-Zone hat eigene abweichende Kampfroutinen, funktioniert ein bisschen anders in der Spielmechanik als das restliche Spiel. Da gibt es ein paar eigene Subroutinen, die dann da ablaufen. Und zwei wichtige Werte sind, bin ich in der Safari-Zone, beziehungsweise was war meine letzte Antwort? Möchte ich wirklich in die Safari-Zone oder möchte ich das nicht? Und dieser Schrittzähler, den man übrig hat, um in der Safari-Zone zu bleiben. Durch das Speichern und Laden innerhalb der Safari-Zone und außerhalb der Safari, also eigentlich immer halt innerhalb der Safari-Zone, werden beim Laden allerdings nicht alle dieser Werte wieder auf den Wert gesetzt, die sie hatten, wenn man gespeichert hat, weil die Laderoutine nicht alle dieser Werte sozusagen berücksichtigt. Jedenfalls nicht immer. Manchmal kann es sein, dass irgendeine Subroutine, die dafür da war, diesen Wert zu setzen, beim Laden, genau in diesem Fall, halt nicht durchgelaufen ist und dann so ein Mischmasch entsteht von, eigentlich bin ich in der Safari-Zone, aber physikalisch befinde ich mich da nicht mehr und das Spiel kommt so ein bisschen durcheinander. Und dann läuft eine Routine, die eigentlich dafür da ist, das Level bzw. die Karte zu laden, die geladen werden soll, wenn man den Triggerpunkt des Ausgangs erreicht, nicht durch bzw. läuft auf einen Speicherbereich, der noch nicht geladen wird, von einer Routine, die eigentlich vorher laufen sollte, und lädt den falschen Inhalt in den Speicher der Karte, die man eigentlich dann betreten sollte. Je nachdem, wo man sich vorher aufgehalten hat, sind dann da Restdaten noch drin. Und so entsteht dann halt diese Glitchstadt, in dem die Karte interpretiert wird aus Restdaten, die noch drin sind, oder
halt Daten, die was ganz anderes sind als die Karte. Da kann man versuchen, sich aufzuhalten. Wirklich Pokémon fangen kann man da drin nicht. Das ist halt einfach nicht so, nicht, manchmal kann man sich auch nicht bewegen da drin. Hin und wieder kann man auf dem Land surfen oder auf dem Wasser gehen. Wirklich nützlich ist das Ding nicht, aber es ist eine ganz witzige Sache. Genau, zweiter Glitch wäre der berühmte Missing No Glitch. Den kennt wahrscheinlich jeder. Soweit ich weiß, gibt es den in der japanischen Originalversion nicht. In der US-Version ist er vorhanden. In der deutschen Version, beziehungsweise in einigen europäischen Versionen, ist er vorhanden. Und in der französischen Version ist er nicht vorhanden, weil es daran liegt, dass der was mit dem Character Set zu tun hat und in der französischen Sprache die Accents dazu führen, dass die Character Map ein bisschen anders aufgebaut ist und ein bisschen länger und nicht dazu führen kann, dass der Missing No Glitch ausgeführt wird. Also wenn man das französische Pokémon gespielt hat in Europa, hatte man vielleicht Pech und alle anderen konnten diesen Glitch auslösen. Ja. Wie triggert man den? Zuerst lässt man sich von diesem alten Mann in Vatania City das Fangen der Monster erklären, fliegt dann direkt zur Zinnoberinsel, surft am Rand. Also dieser Rand ist immer so ein wichtiger Triggerpunkt, weil das war bei der Safari-Zone ja auch schon so. Auf und ab. Und dann erscheint sehr wahrscheinlich dieses Pokémon Missing No. Genau. Es kann sein, dass auch in der deutschen Version oder der US-Version dieses Missing No überhaupt nicht auftaucht und man kann so lange versuchen, wie man möchte, dieses Pokémon zum Erscheinen zu bringen, wird nicht auftauchen. Das kommt immer darauf an, welchen Namen man sich als Spieler gegeben hat, ob es auftauchen kann oder nicht. Wie funktioniert das Ganze? Es gibt in dem Spiel zwei Speicherbereiche für mögliche Monster, die auftauchen können, wenn ich irgendwo in der Wildnis unterwegs bin. Einmal für hohes Gras und einmal für Wasser. Ja, Bereich 1 für hohes Gras, Bereich 2 für für Wasser. Und in diesem Speicherbereich steht immer die Nummer des Pokémon drin, das auftauchen könnte, und das Level, das es dann hat. Und dann das nächste und das nächste und das nächste. Das gleiche mit diesem Wasserspeicherbereich. Mehr steht da nicht drin. Und sobald das Spiel sagt, jetzt taucht hier eins auf, wird ein Kampf mit dieser Nummer und dem Level ausgelöst. Die Nummer ist immer eine interne Nummer, das ist nicht die Pokédex-Nummer. Da komme ich aber auch noch gleich zu. Innerhalb von Vertania gibt es an der Stelle, wo dieser alte Mann ist, kein hohes Gras. Das heißt, der Bereich 1 ist ungenutzt. Wenn ich den jetzt anspreche, dann löst er eine Kampfsequenz aus, wo er selber einem zeigt, wie man diese Monster fängt. Dazu hat man natürlich, weil Speicher ist teuer, das Dialogsystem des Spielers wiederverwendet, hat die Spielergrafik durch diesen alten Mann getauscht und hat einfach gesagt, okay, statt des Spielernamens steht unten in dem Dialog jetzt alter Mann. Ist ein bisschen blöd, weil irgendwie muss dieses alte Mann da reinkommen und das lädt den Spielernamen, also muss man den Spielernamen temporär überschreiben mit alter Mann, um das da reinzukriegen. Und dann muss man den Spielernamen auch irgendwo zwischenspeichern, damit man ihn nachher wiederkriegt. Und dann hat man sich gedacht, ja, alles klar, der Bereich 1, hier gibt es ja eh kein hohes Gras, ich speichere den Spielernamen da rein. Und sobald dieser Dialog fertig ist, hole ich mir den Spielernamen da wieder raus und setze ihn wieder auf den Spieler und alles ist gut. Wenn man jetzt einen Kartenbereich überquert, wo es hohes Gras gibt, zum Beispiel, dann gibt es Triggerzonen, die dafür sorgen, dass dieser Bereich 1 für hohes Gras gefüllt wird. Wenn man jetzt allerdings Fliegen benutzt, dann überquert man so einen Triggerpunkt nicht. Wenn man zur Zinnoberinsel fliegt, die Zinnoberinsel hat kein hohes Gras, dann enthält der Bereich 1 noch immer den Namen von diesem Dialog.
Jetzt surft man an diesem Rand an der Seite. Dieser Rand ist versehentlich in diesem Spiel nicht als Wasser definiert, sondern als hohes Gras, beziehungsweise als Land. Und eigentlich ist da gar keine Zone definiert, aber Default ist Bereich 1 hohes Gras. Surft also da auf und ab. Und es kommt ein Monster aus Bereich 1. Da steht jetzt aber ja leider der Spielername drin und nicht welche Nummer des Monsters und welches Level es haben soll. Aber das sind ja alles Bytes, also wird einfach stupide irgendein Byte genommen, das da steht. Das ist das Monster, das auftaucht, die ID des Monsters, das auftaucht. Das nächste ist das Level, das erscheint dann und wird natürlich erstmal irgendwie geladen. Jetzt kann es natürlich sein, wenn man sich das anguckt, hat man hier bei Index 5, das ist die gesamte Character Map, da sind alle Buchstaben zu Byte-Werten drin, die es so irgendwie gibt. Das Ganze enthält aber auch die Tiles der Map, also die Kartenteile an sich und die Character Map sind ein und dasselbe. Das hat man deshalb gemacht, weil es A im Japanischen mehr Schriftzeichen gibt, als man eigentlich in diesen Speicher reinwerfen kann. Deswegen werden da die reingeworfen, die man braucht. Und man hat sich gedacht, wird selten verwendet, aber man hat sich gedacht, man kann dann ja mit jedem Kartenbereich, je nach Dialog, die Schriftzeichen auch austauschen. Das Zweite ist, dass das Dialogsystem der Einfachheit halber einfach nicht diesen Dialog über die Karte legt, sondern sagt, löscht den Bereich der Karte hier weg, ersetzt ihn mit dem Dialog, das sind auch nur Kartenteile, zeigt den Dialog an und dann tu die Karte da wieder hin. Das bei Bereich 5.0 ist das Ende einer Zeichenkette. Das wird in dem Spiel dargestellt mit dem Hexwert 50. Das ist der Terminator einer Zeichenkette hinten dran und der ist auch im Spielernamen immer hinten dran, je nach Position. Und dann gibt's noch andere Steuerzeichen, damit kann man auch, wenn man Pokémon theoretisch so, also in seinem Team so benennen könnte, Steuerzeichen einfügen, die zum Beispiel sagt, ja, bestätige den nächsten Dialog, ohne dass der Spieler eine Eingabe macht oder so. Da kann man schon witzige Sachen mitmachen und vielleicht auch anderen Spielern durch Tausch ein solches Monster hinschieben, das dann einfach Dialoge bestätigt oder so. Genau, der Trainername ist eine Zeichenkette. Zeichenketten müssen mit dem Wert Hex 50 enden. Aber in der Tabelle, die ich gleich zeigen werde, sieht man ein Pokémon mit der internen ID Hex 50. Das existiert nicht. Jetzt versucht das Spiel aber, dieses Monster zu finden. Und das ist so programmiert, dass es einfach sagt, ja, die interne ID ist Hex 50, spring mal an diesen Speicherbereich, lad das Pokémon und fertig. Gibt's ja aber nicht. So. Das hier ist jetzt die Tabelle von Monstern, die es gibt und Monstern, die es nicht gibt. Das Nullte existiert überhaupt nicht. Das ist fast überall in jedem Wert Null. Taucht auf, wenn man es auftauchen lassen kann, als Oberstrich M. Damit ist ein bisschen Vorsicht geboten, weil die Routine, die die Spielgrafik dazu lädt, sehr viele Daten lädt, was dazu führt, weil die Sprite-Dekompressionsroutine im gleichen Speicherbereich läuft wie der Spielstand, dass die Dekompressionsroutine die Spielgrafik, was es als Spielgrafik interpretiert, über den eigenen Bereich hinaus lädt, in den Spielstand hinein mit reinschreibt, und dann die Daten der Ruhmeshalle überschreibt, die dann leider kaputt geht, sobald man auf dieses Monster stößt. Je nachdem, wie man das macht, kann es auch noch sein, dass es mit in die Soundroutine reinglitscht und ganz komische Effekte macht. Da habe ich die Tabelle ein bisschen abgekürzt, um hier mal zu
dem Wert 50 zu kommen, der das Ende einer Zeichenkette ist, je nachdem, an welcher Position der steht, führt das Ganze dann halt zu dem Pokémon in Anführungsstrichen Missing No. In dem Speicherbereich, wo die ganzen Monster gespeichert sind, ist halt einfach Missing No als Name reingeschrieben worden, wo nichts vorhanden ist, um irgendwie eine Art Identifikation bei der Programmierarbeit zu haben. Mehr ist da allerdings nicht wirklich drin. Jetzt fragt man sich, wieso das so zerhackstückelt ist, dass da so, ja, zwischendrin halt Monster fehlen und es dann irgendwie wieder weitergibt, geht. Und das liegt daran, das hat man 2020 durch den Source Code Leak von der blauen Edition rausgefunden. Das wurde 2020 geleakt. Da waren mal welche drin, die wurden aber aus dem Spiel entfernt, weil irgendwie wurden sie für unsinnig oder nicht tauglich für das Spiel erachtet. So ein paar Sprites sind noch vorhanden, die man sehen kann. Also das Pokémon 0x50 wäre so eine Art Luftballon gewesen. Also es könnte natürlich, es kann sein, dass es vielleicht geplant war, dass der Spieler statt mit einem Pikachu mit einem Luftballon durch die Gegend läuft oder so. Also da sind einen Elefanten gab es auch noch. Das ist jetzt nur ein Auszug. Da gibt's schon witzige Sachen. Und als die entfernt wurden, hat man sich gedacht, ja okay, ich entferne die einfach hier aus der Tabelle. Und der Pokédex ist nochmal gänzlich anders aufgebaut und verweist dann immer nur auf den Pokédex. Aber das ist genau das, was dann halt zu diesem Glitch führt. Jetzt die Quizfrage: Wie viele verschiedene Monster gibt es in Spielgeneration 1? 150, 151 oder 152? Weiß das vielleicht jemand oder rät das jemand vielleicht? Ja? Ja. Okay, also die korrekte Antwort ist, 256 gibt es theoretisch, effektiv gibt es 191 mit allen Missing No und dem N-Pokémon, 164 mit Unique Missing No und dem M-Pokémon, und wenn man die Unstable Hybrids dazu nimmt, gibt es 22.500 mit noch etwas mehr dazu. Unstable Hybrids. Gehe ich jetzt nur kurz drauf ein, hat jemand rausgefunden, wenn man das M-Pokémon nimmt und sich eine leere Pokémon-Box in dem auf dem legendären Bills PC nimmt, sich ein Pokémon in den ersten Slot lädt, das Glitch-Pokémon in den zweiten Slot tut und ein normales weiteres in den dritten Slot und dann versucht, das dritte aus dem Slot wieder rauszuholen, passiert Folgendes. Das Spiel kennt die erste Hälfte der Daten des dritten Monsters schon, weil es die braucht, um sie in der Box anzuzeigen. Versucht dann, die Box durchzugehen, um die letzte Hälfte dieses Monsters rauszuladen. Trifft dabei aber auf dieses Glitch-Pokémon M und denkt, die Box ist zu Ende. Da das aber ja auf der SRAM-Bank gespeichert ist, ist das Spiel so implementiert, dass es dann von vorne wieder anfängt, um nicht in einen anderen Speicherbereich reinzuladen, fängt wieder bei dem ersten Monster an, nimmt davon die zweite Hälfte und baut sich ein Monster zusammen, das die erste Hälfte des dritten Monsters enthält und die zweite Hälfte des ersten. Das ist dann eins der Unstable Hybrids, also ein Hybridmonster. Das kann man in Kämpfen verwenden. Ich glaube sogar, man kann sie auf Pokémon Stadium transferieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da kann man ganz viel witzige Sachen mitmachen, fliegende Carpadore und weiß der Geier was. Funktioniert nicht, wenn man die wieder in der Box ablegt, weil dann die Statuswerte anhand der Basiswerte neu berechnet werden und dann wird es wieder zum Ursprungstyp. Genau. Zurück zum Missing No. Jetzt kommt das eigentlich Interessante daran, wenn wir darauf gestoßen sind. Läuft eine Routine ab, weil das Spiel ja dazu da ist, welche Monster habe ich schon gesehen, welche noch nicht. So ein Spielziel und sagt, ja, das Monster mit dieser ID, sag mal dem Pokédex, das habe ich schon gesehen. Und die Spiellogik sagt dann, ja, okay, ich nehme den Eintrag aus 0x50, laufe in den Pokédex,
und suche mir das da raus und setze dann halt diesen Wert auf gesehen. Das läuft aber über die 151 Monster im Pokédex rüber, weil der Wert, der da zufällig an dieser Stelle der Tabelle steht, dazu führt, dass das darüber läuft. Direkt hinter den Pokédex-Daten liegt das Inventar. Und da läuft es dann genau an die sechste Stelle im Inventar, setzt diesen Wert, das ist dann die Anzahl des Items im Inventar, und setzt da das Most Significant Bit, also das höchstwertige Bit des Bytes der Anzahl, und macht dann, erhöht das Ganze dann so weit, dass es über 99 kommt. 99 ist gar nicht mehr darstellbar. Deswegen kriegt man dann, weil es aus der Character Map wieder rausläuft, oben als Anzahl angezeigt ein Stück von der Karte und eine Zahl dahinter. Kann man natürlich dann verwenden, um ein Item, das es nur einmal gibt, zu verhundertfachen oder zu überhundertfachen. Genau. Was kann man damit denn noch so Schönes machen? Jetzt hat jemand herausgefunden, man kann mit dieser Inventarliste nicht nur das machen, sondern wenn man diesen Wert so weit erhöht, dass es über 99 kommt, dann kann man durch geschickte Anordnung dieses Inventars, weil das Ganze immer so gespeichert ist, dass da die Nummer des Items, das man hat, und die Anzahl des Items ist, das Ganze einfach das Spiel so interpretieren lassen, dass das Item, das ich da, also die Nummer des Items, das ich da drin habe, ist ein Opcode für den Prozessor, und die Anzahl, die ich da drin habe, ist der Parameter dafür. Also hat man quasi die Itemliste und kann sich da Assembly-Code in Items rein schichten und das Ganze ausführen lassen. Ist ein bisschen umständlich, weil man zur Ausführung immer das Inventar wieder auf- und wieder zumachen muss, und dann muss man Dinge wieder umsortieren, dann muss man Items wegwerfen, dass der Wert auch richtig stimmt und so. Da gibt es Automatismen für, die laufen aber meist dann nur im Emulator. Auf einem Gameboy selber kann man das natürlich auch machen, aber da braucht man Ewigkeiten, um das per Hand irgendwie zu machen. Kann man aber, also es gibt Bootstrapper dafür. Ich habe ein Projekt gesehen, da hat jemand einen Bootstrapper geschrieben, der dann Code nachlädt über die Inventarliste, um alle Subroutinen, also alle Interrupts des Spiels zu deaktivieren, eigenen Cheatcode in den RAM zu schreiben, dann das Spielmodul rauszunehmen, Super Mario World in den Gameboy reinzutun und quasi über diese Liste den RAM von Super Mario World zu manipulieren. Ich glaube, ein Tetris hat auch schon jemand gebaut da drin. Also, ja. Genau. Dann kommen wir jetzt zum Tausch. Das war so das eins der Main Features von diesem Spiel. Ist es immer noch. Genau. Wie funktioniert das Ganze überhaupt technisch? Es gibt so ein Gameboy-Link-Kabel, das ist relativ simpel aufgebaut. Gameboy läuft mit 5 Volt. Da gibt es einmal hier Spannungsversorgung 5 Volt. Dann gibt es Serial Out, da gehen Daten raus. Serial In, da kommen von der anderen Seite Daten rein. Reserved braucht man nicht, keine Ahnung, wofür das reserved ist. Clock Out, das Gerät, das als erstes da ist, gibt einen Takt vor, und da wird dann immer pro Takt ein Byte parallel ausgetauscht auf Serial Out und Serial In. Also beide Geräte sagen hier, also ein Gerät sagt, hier ist ein Takt, und dann tauschen beide Geräte immer ein Byte pro Takt aus. Und das war's. Dem Spiel ist überlassen, was es damit tut oder nicht tut. Es gibt noch ein paar andere Modi, aber das ist so im Groben das, was das Ding tut. Der Tausch läuft jetzt so ab, dass es heißt, ja, ist da jetzt schon ein Takt auf der Leitung. Wenn da schon ein Takt auf der Leitung ist, heißt das, ein anderer Gameboy war vorher da, der ist dann der Primary. Wenn noch kein Takt da ist, generiere ich einen Takt und bin Primary. Ansonsten bin ich Secondary und höre auf dem Takt des Primary. Pro Clock wird ein Byte synchron ausgetauscht, habe ich eben schon gesagt. Und dann wird eigentlich nur noch gesagt, wenn du einen Menüpunkt selektiert hast, sende mal die Menüposition rüber, hol mir die Menüposition der anderen Seite, und das war's. Ein Sonderfall ist, habe ich jetzt diesen Tauschcomputer angewählt im Spiel. Da wird dann halt auch nur einmal ein Wert gesendet für, ja, ich habe den Tauschcomputer angewählt, und mehr passiert da nicht. Also im Grunde werden nur die Menüpositionen ausgetauscht.
Sobald man den Tauschcomputer ausgewählt hat, werden die Trainernamen als Zeichenketten ausgetauscht parallel. Danach werden parallel ein paar Zufallswerte ausgetauscht, um zu sagen, ja, falls man kämpft oder so, dass jeder den gleichen Zufallswert hat. Und dann, das ist das Interessante, alle Daten des aktuellen Teams. Das passiert schon vor dem Tausch. Das heißt, jedes Gerät hat schon vor dem eigentlichen Tausch Zugriff auf alle Teamdaten des jeweils anderen Spielers. Und bei Abbruch sende und empfange die Auswahl der Menüposition. Wenn man da jetzt eingreifen will, habe ich mir gedacht, oh Gott, ist das Arbeit. Ich muss erstmal diesen Handshake implementieren, damit ich weiß, ob ich Primary oder Secondary bin. Dann muss ich, je nachdem, was ich bin, mich anders verhalten. Ich müsste einen Clock bereitstellen oder auf den Clock reagieren. Ich müsste Menüpositionen empfangen und auswerten, damit ich überhaupt weiß, wo ich hier in diesem Menü bin. Und dann müsste ich die Logik für den Tausch und Kampf und Abbruch und Zufallswerte und was sind das überhaupt für Zufallswerte, wie werden die interpretiert, müsste ich alles implementieren. Zum Glück gibt's dieses GitHub-Profil, das hat sich schon mal jemand Gedanken drüber gemacht und hat gesagt, ich habe einen ganz tollen Trick einfach zum Debuggen gefunden. Das machen wir ganz anders und das ist sogar innerhalb der Lore möglich. Es gibt das Pokémon Ditto. Und das Pokémon Ditto hat die Eigenschaft, einfach sein Gegenüber nachzumachen, bis auf das Gesicht, das kann es nicht ganz. Und macht einfach immer genau das Gleiche. Und genau das Gleiche macht dann die Hardware auch. Ist Menü, also Handshake, ja, ich auch Handshake und so. Ist Menü.x selektiert, dann sagt Ditto, ja, Ditto, habe auch Menü.x selektiert. Ist ein Computer angewählt? Ja, ich habe auch den Computer angewählt. Hier mein Trainername, meine Zufallswerte. Ja, also ich habe den gleichen Namen und zufällig auch die gleichen Zufallswerte wie du. Hier, bitteschön. So, alles zurück. Und dann, wenn das Interessante passiert, nämlich das Team gesendet wird und empfangen wird, dann nimmt man einfach das Ditto weg, sendet seine eigenen Teamdaten, speichert die vom fremden Team ab und setzt das Ditto wieder hin. So, fertig. Dann nimmt man diese gespeicherten Teamdaten, zerlegt sie in Blöcke, so wie sie gehören. Pokémon-Namen, Trainernamen und so weiter. Definiert Felder und ein Mapping für die Datentypen. Nimmt die Zeichenketten aus dem Spiel und baut sich ein Encoding, das es dann in UTF-8 konvertiert. Und hat das Ganze dann verwertbar auf seinem System. Was kann man damit machen? Serialisieren ist jetzt JSON. Legen wir erstmal weg hier hin. So. Das Ganze geht natürlich auch rückwärts. UTF-8 wieder in die Spieldaten. Vorsicht, man braucht einen Default-Character, weil UTF-8 wesentlich mehr Character hat als diese Character-Map in dem Spiel. Man invertiert das Ganze, also das Mapping macht man umgekehrt. Dann nimmt man die Blöcke, die man hat. Beziehungsweise die Daten konvertiert man erstmal wieder in die Blöcke. Das sind dann wieder Folgen von Bytes und die Blöcke setzt man dann wieder zusammen, legt sie zu dem Ditto und wenn das nächste Mal die Anforderung kommt, hier Team austauschen, nimmt man das Ditto wieder weg, schickt die Daten rüber, setzt das Ditto wieder hin. Fertig. Ja, das war eigentlich so die Technik, wie dieser Tausch so funktioniert und jetzt hätte ich noch eine kleine Live-Demo und ich hoffe, sie funktioniert. Ich schmeiß das Ganze mal an. Jetzt gibt es hier ein Bild, hoffentlich. Ja. Ich weiß nicht, ob wir hier Ton haben oder nicht, aber der ist eigentlich auch nicht so wirklich wichtig. Und das mit dem Delay ist halt, ich hoffe, ich drücke jetzt nicht zu oft irgendwas. Das sind schon so 1,5 bis 2 Sekunden, die hier die Verzögerung zwischen Button und Aktion sind. So, hier stehe ich in dem Tauschcenter, beziehungsweise im Pokémon Center und vor dem Kabelclub, der da zum Tausch und Kampf verantwortlich ist. Ein Linkkabel geht hier vom Gameboy Player oder vom Gameboy, je nachdem, was man anschließen will, ist im Grunde das gleiche zu einem Arduino. Den Arduino habe ich genommen, weil der standardmäßig mit 5 Volt läuft und dieser Linkport halt auch
Da muss ich nichts konvertieren, kann ich einfach Serial in, Serial out reinstopfen, Clock reinstopfen. Und viel mehr muss ich nicht machen und dann halt irgendwie so ein bisschen Bitbang, falls das jemandem was sagt. So, das Ganze geht per USB zu einem virtuellen COM-Port auf meinem Rechner. Und das starte ich am besten nochmal neu, weil schon die ganze Präsentation lief. Und dann habe ich hier so ein kleines Tool gebastelt. Das auf den COM-Port zugreift und das Dito hinsetzt und wegnimmt, wenn es erforderlich ist. Oberfläche ist noch nicht so sonderlich schön. So. Und da gehe ich jetzt hin im Spiel, sag hallo, willkommen im Kabelclub, bitte melde dich hier hin, das Spiel wird gespeichert und so. Und in dem Moment sagt das Tool über den Arduino halt einfach nur, ja, ich mache genau das gleiche wie du. Also entweder wähle ich Handelscenter aus, oder ich wähle Colosseum aus zum Kämpfen. Ich nehme jetzt das Handelscenter, weil ich ja das möchte. Das Spiel wählt auch Handelscenter aus, jetzt ist man hier. Ich wähle hier diesen Computer aus. Gegenseite sagt, ja, mache ich auch. Wirft jetzt hier sein eigenes Team rein und liest das Team vom Gameboy aus. Genau, sieht man hier, ne, das ist mein Team hier auf dem Gameboy. Es wirft hier das Team, das ich hier auf dem Gameboy habe, auch rein. Ist ausgelesen. Das hat es zurückgegeben, das ist so das Default, was ich da eingebaut habe. War mal ein altes Team von mir, habe ich einfach gedumpt und dann gesagt, ja, das ist das Initiale, was ich zurückgebe. Und wenn ich jetzt tauschen will, kann ich hier mir irgendwas auswählen. Und es wird immer die gleiche Menüposition gegen das gleiche Menüposition getauscht, weil das Dito halt sagt, ja, ich habe 3 gewählt, ich habe auch 3 gewählt. Also wenn ich jetzt Apollo wähle und auf Tausch gehe, dann wird das gegen das Dikri getauscht. Ja, habe ich auch gewählt. Ja, tauschen wir mal aus. So kriege ich die zurück. Leider kriege ich sie dann nur einzeln zurück. Aber hier in die... Lassen wir das mal durchlaufen. Hier in die Software bekomme ich sie direkt beim Initiieren des Tausches, weil da sowieso alle Blöcke übertragen werden. Und kann die mir dann angucken, weil ich sie serialisiere. Hier das Dictry zum Beispiel. Nee, jetzt habe ich Apollo geklickt, aber ist ja auch egal. In lesbarer Form, in JSON, kann man hier auch, wenn man will, hier jetzt nicht manipulieren, aber kann sagen, save to box. Das aktualisiert jetzt leider gerade nicht, weil ich da aus irgendeinem Grund einen Fehler drin habe. Macht aber nichts, da sind schon welche drin. Die kann man sich auch angucken, die habe ich vorher schon gespeichert. Hier sieht man zum Beispiel das Shillock zum Beispiel. Das habe ich mal von Eichi getauscht gekriegt. Das ist da jetzt drin. Und wenn ich das wieder zurückhaben will, dann kann ich hier sagen, hallo, get hex, und er konvertiert mir das zurück in das Pokémon, das ich mal hatte. Ja, genau. Sobald ich was hier in der Box ablege, jetzt finde ich meine Maus nicht wieder, wird es dann halt auch gleich gespeichert in einem JSON-File. Jetzt habe ich vergessen, das hier rüber zu ziehen, sondern habe nur die Maus rübergezogen. So. Das hier sind alle Dinger, die ich abgelegt habe. Hier das Dictry zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, wieso es da kein Default anzeigt. So, geht auch auf dem anderen Bildschirm auf. Es steht im Grunde genau das gleiche drin, wie auch angezeigt wird, wenn ich das in der Software auswähle. So, hier, da. Ja, und so kann ich mir meine Monster archivieren, vielleicht auch übers Internet tauschen oder so. Was genau man damit jetzt produktiv macht, weiß ich nicht. vielleicht auch manipulieren und wieder zurücktauschen, um zu gucken, wo ich irgendwo reinglitschen kann. Die Struktur ist nämlich so, dass in den Pokémon-Daten, sieht man jetzt im JSON leider nicht, in diesem ganzen Block vom Team,
das sind immer sechs Pokémon. Und danach folgen dann die Zeichenketten der Trainernamen und die Zeichenketten der Spitznamen. Und das sind jeweils 10 Zeichen. Das heißt, ich habe zweimal 60 Zeichen frei, in die ich theoretisch irgendwelchen Payload reinwerfen könnte, um über die Itemliste darauf zuzugreifen und irgendwelchen Code mir damit in das Spiel zu bringen oder ein Monster zu bauen, das das habe ich leider verloren, mit dem M-Pokémon in die Soundroutine reinglitschen und noch ein Stückchen weiter glitschen. Da sind manchmal so witzige Effekte, dass man macht leider den Spielstand kaputt. Also sind so witzige Effekte, dass man, wenn der Sprite der Health Bar lang genug ist, um in die Soundroutine reinzuglitschen beim Dekomprimieren und das Pokémon erleidet Schaden, dann wird nicht mehr die Health Bar abgezogen, sondern der Sound fadet aus, je nachdem, wie viel Leben ich verloren habe und so. Das sind so kleine Spielereien. Viel mehr habe ich damit halt auch noch nicht gemacht. Und dann würde ich jetzt meine Präsentation wiederfinden wollen. Ja, ich bin auch durch. Genau, ich habe hier eigentlich nur noch die Quellen, das scrolle ich jetzt einfach mal hin. Ja, vielen Dank. Da sind noch mal weiterführende Quellen. Die restlichen Quellen sind immer direkt auf der Folie. Genau. Falls noch jemand Fragen hat, jetzt ist die Zeit abgelaufen, aber ich bin ja noch wohl irgendwie, laufe hier ein bisschen noch rum, ne? Oder vielleicht übers Internet Pokémon tauschen möchte. Oder? Ja, auch eine Idee.